Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwallen. Zurück in der Volksrepublik Wallonien, wo zuletzt beinahe die Katastrophe ausgebrochen wäre. Aber inzwischen hat sich alles wieder einigermaßen beruhigt. Zum Glück. In Potsdam funktioniert jetzt das Heizkraftwerk. Hier hat sich dieser Megastau aufgelöst. Auch haben wir noch genug Kernbrennstäbe, sodass das Atomkraftwerk weiterarbeitet. Und ja, die Uranmine ist auch bald wieder neu gebaut. Und unser kleines Zugstauproblem in Oelsnitz haben wir Gott sei Dank rechtzeitig gesehen und bereinigen können durch eine andere Signalgebung, beziehungsweise da haben wir dann noch einen Zug erwischt, der eine falsche Linie hatte und. Aber das war echt eine Katastrophenfolge. Ich hoffe, diese wird ein bisschen angenehmer und wir können ein paar konstruktive Dinge machen. Stichwort konstruktive Dinge. Es gab einen konstruktiven Kommentar in der letzten Staffel, den ich noch nicht so richtig berücksichtigt habe. Und zwar ging es um die Reparatur von Hubschraubern in den Werkstätten, für die Aluminium benötigt wird. Das hatte ich irgendwie, an irgendeinem bestimmten Punkt habe ich das vergessen, dass wir tatsächlich wirklich Aluminium ja überall, in allen Städten, in allen Werkstätten benötigen. Weil, logischerweise, bei der Produktion der Hubschrauber braucht man Aluminium, dementsprechend auch bei der Reparatur. Und ich war jetzt selbst ganz überrascht, dass ich das in fast allen Werkstätten absolut korrekt eingestellt hatte. Da haben wir Aluminium, da beliefern wir auch Aluminium. Wir können zum Beispiel hier mal gucken, hier, nee, nicht im Lager, sondern in der Werkstatt, haben wir Aluminium und das wird vom VZ Aluminium Neulandenburg auch brav verteilt. Aber in zwei Städten ist das nicht der Fall. Und insofern müssen wir da noch was nachholen. Einmal in Oelsnitz, hier in sehr kleinen Werkstatt, ist das vergessen worden durch mich. Wir haben es hier zwar eingestellt, 20% immerhin, wir machen das mal. Aber das sollten wir dann auch noch vernünftig beliefern lassen. So, genau. Und gucken wir jetzt mal hier unten. Gehen wir auf 70% bitte Aluminium. Wir haben hier noch eine Werkstatt, die ist eigentlich für die Züge da, aber ich glaube, da beliefere ich auch einfach mal das Ganze mit Aluminium. Warum? Weil die sicher auch mal was anderes machen und dann haben sie das Zeug. Ist doch okay. So, wir müssen aber hier gucken, was wir hier... schaut mal, das haben wir gar nicht vernünftig eingestellt. Machen wir mal 80-20 auch hier und machen hier alle Zielgebäude. Können wir eigentlich hier auch mal 70 einstellen, bitte. Machen wir hier mal 70 Aluminium. So, jetzt habe ich hier allerdings gerade gesehen, Elektrizitätsproblem. Was ist denn hier los? Oh Leute, jetzt fangt nicht schon wieder an. Meistens brennt dann irgendwas. Hä? Hier ist doch überhaupt kein Elektrizitätsproblem. Aber wisst ihr was? Hier hat was gebrannt. Die Feuerwehr ist gekommen. Alles klar. Oh Gott. So. Und worauf sich der Kommentar aber eigentlich bezog, ist unsere große Werkstatt in Potsdam. Hier habe ich auch überhaupt kein Aluminium eingeplant. Und da war ich verplant, ganz offensichtlich. Insofern werden wir das ändern. Also bitte auch hier Aluminium liefern. 70% Aluminium. So, wir gucken mal ganz kurz. Ob wir genug Aluminium im Hauptlager haben, aber das sieht ja Gott sei Dank ganz gut aus. Sehr, sehr gut aus. Also die Aluminiumproduktion läuft. Betrieb ohne Probleme. Da ist ausreichend da. Hervorragend. So, wir haben einen beendeten Bau. VZ Flüssigkeiten Stralsund. Den haben wir neu gebaut. Hervorragend. Den können wir dann auch gleich... Das können wir auch gleich in Einsatz bringen. Indem wir erstmal Fahrzeuge dafür kaufen. Ja. Ja, komm, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Oh Gott, den letzten können wir nicht kaufen, weil der Kran auch nicht abgeholt ist. Wie nervig. Und dann müssen wir erstmal gucken, wo ist das Beladeding? Da hinten, okay. Das können wir ihm dann schon mal sagen. Bitte da beladen.
Treibstoff über 0%, perfekt. Wir könnten jetzt, wenn wir es richtig optimal machen wollen, dann können wir zum Beispiel eine Sache jetzt rausnehmen. Hier das Polizeirevier. So, dafür beliefert denn das VZ Flüssigkeiten 2, das VZ Flüssigkeit 3. Ja. Und das VZ Flüssigkeiten 3 wiederum beliefert dann das Polizeirevier. So ist es optimal. So, wir machen mal 70% hier. Perfekt, das hätten wir schon mal. Aber außerdem können wir jetzt auch noch das andere Fahrzeug dazu kaufen, weil der Kran weg ist. Aber wofür ich das eigentlich gedacht hatte, waren ja diese, ja, die Winterdienste, ne? Da hatten wir zwei, glaube ich, noch nicht zugeordnet. Das hier, genau. Und hier unten war noch einer. Der hier. Gut möglich, dass noch andere nicht zugeordnet wurden, aber bei denen habe ich es mitbekommen. Was ist das hier eigentlich? Müllabfuhr, die ist komplett unterwegs. Krass. Viel zu tun hier, ne? Gut, ja, mehr gibt es da auch nicht zu tun. Das ist solide. Aber, Stichwort, was heißt aber? Stichwort VZ-Flüssigkeiten. Ja, manchmal ist es einfach alles ein bisschen zu viel. Manchmal hat man Dinge nicht mehr in Erinnerung. Und zwar, ich hatte doch, wir haben doch bemerkt, dass wir hier ein neues VZ-Flüssigkeit in Potsdam benötigen. Und dafür hatte ich das hier gebaut. Und das ist auch in Betrieb genommen worden. Aber wir hatten schon mal eins gebaut, genau für diesen Zweck. Und ich finde, das ist ein bisschen besser gelegen dort. Deswegen, glaube ich, disponiere ich das einfach nochmal um. Wir kopieren die Sachen auf das Gebäude. Und wir werden sämtliche Fahrzeuge dorthin schicken. So, und die müssen jetzt die gleichen Aufträge haben. Die Fahrzeuge müssten dorthin fahren. Und wir werden das hier umbenennen, beziehungsweise auch die Aufträge jetzt hier rausnehmen. Und das Ganze umbenennen in VZ Endpunkt Endpunkt. Vielleicht brauchen wir noch mal ein kleines für irgendwas, dann haben wir das da stehen. Aber eine Sache ist natürlich interessant. Das wird ja beliefert von hier. Und das können wir jetzt hier rausnehmen. Dafür beliefert ihr dann bitte das nochmal schnell. So, dann haben wir jetzt das auch geordnet. Das nächste, was ich hier ja schon mal festgestellt hatte in Potsdam, ist, dass das VZHO Potsdam wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Wir haben jetzt schon 13 Slots und hier kommt bald einiges dazu, wenn das alles noch in Betrieb geht. So. Das heißt, wir brauchen noch eins, und zwar ein großes. Dafür können wir jetzt das kleine nicht verwenden. Ich denke, das Fleisch-VZ, das sollte reichen. Dafür eine 7 von 20, das müsste eigentlich reichen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo soll das entstehen? Natürlich beliefert das Ganze hier diesen Bereich, aber das Lager wiederum ist ja hier. Das ist das große Warenhaus. Ich sehe gerade, hier muss auch wirklich Essen geliefert werden, aber kommt gerade, zum Glück. Kam gerade ein großer LKW, hoffentlich kommt da schon der nächste. Das ist eigentlich ein bisschen knapp, finde ich, was hier an Essen ist. Gibt es hier Probleme? Der Sache müssen wir auch nochmal auf der Spur sein hier. Nahrung, Potsdam, Wolgast, Polymerseburg. Wir gucken mal. Gibt es hier Probleme? Also wir gehen erstmal zum VZ Nahrung. Wir sehen alle Fahrzeuge unterwegs. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das ist ein kleines VZ, ne? Mit 5 Fahrzeugen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Wir gucken mal, von wo die Nahrung kommt. Die Nahrung kommt von hier. Hier haben wir die Nahrungsproduktion. Das Warenhaus ist voll. Okay, also das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass hier zu wenig
Fahrzeuge unterwegs sind für diese vielen Städte. Das muss geändert werden, scheint mir. Wir brauchen hier offensichtlich ein großes VZ. Ja, das ist natürlich jetzt mit dem Bau, Ersatzbau wieder so eine Sache. Aber versuchen wir es mal. Verteilung. Das passt da nicht hin. Hier wird es auch nicht hinpassen. Oh Gott, oh Gott. Schwierig. Da jetzt noch einen guten Ort zu finden. Wahrscheinlich ist das Beste hier wirklich so eine Art Ersatzbau zu machen. Das abzureißen. Und neu zu bauen. Aber das muss ich dann mit Rubel machen, weil ansonsten ist die Nahrungsverteilung hier in der Republik gefährdet. Ich könnte es natürlich sonst wo jetzt hinbauen noch. Aber es wäre schon schön, wenn es direkt neben dem Lager dort ist. Das passt da eigentlich sehr, sehr gut hin. Hier wäre noch möglich, wenn wir die Stromtrasse verändern. Das wäre auch noch okay. Was ist das denn hier? Ach, das ist Nahrungsexport. Naja gut, die müssen hier rumfahren. Ja, kann man aber machen. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn wir das hier einfach ein bisschen weiter verlegen, das müsste vom Gelände her noch passen. Dann können wir das auch selber bauen. Machen wir aber hier erstmal eine Veränderung. Rubelbau und gehen einmal hier rüber. Und daran. So, jetzt Selbstbau und dann machen wir das so. Nee, jetzt sagt mir nicht, das geht nicht. Das kann ich nicht glauben. So ist es möglich. Stört da jetzt immer noch das Stromkabel hinten? Oh krass, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber hier war gerade so ein Moment, wo es geht. Ich würde sagen, den Moment nutzen wir. Und platzieren das Ganze. So, und wir werden das schon mal benennen. VZ Nahrung. Oh Gott. Potsdam, Wolgast, Polymerseburg, Wartenburg. VZ Nahrung. Potsdam. Wolgast. Polymerseburg. Und Wartenburg. Ich glaube, das war jetzt richtig, oder? Bitte benachrichtigen und dann werden wir das einfach rüber kopieren, rüber schicken und da stilllegen oder abreißen. Mal sehen und dann sollte Potsdam hoffentlich vernünftig besser versorgt werden mit Nahrungsmitteln, weil das ist schon nicht ganz unwichtig. Schaut euch das mal an, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Was kommt jetzt hier? Fleisch. Fleisch ist kein Problem, aber Nahrung ist ein Problem. Das ist sogar, eigentlich ist da richtig Eile angesagt, muss. Uiuiui. Wolgast. Wolgast, Wolgast. Wir machen mal hohe Priorität, allerdings. Das Bauamt hier hat wahrscheinlich eh nicht viel zu tun. Außer irgendwelche Reparaturen, Sanierung zu machen. Na gut. Wir werden informiert. So, aber was mein eigentliches Thema war, war, dass wir hier bei dem Ding ja schon so viele Slots belegt haben, dass wir wahrscheinlich mehr benötigen. Deswegen werde ich hier ein weiteres in Auftrag geben, indem ich das einfach kopiere. Und ich habe mir überlegt, ich werde es hier hinter platzieren. Das ist noch ein Bereich, der funktioniert. Vielleicht spiegeln wir das mal, um die Straße ein bisschen hier zu haben. Terraforming ist dann nötig, aber sollte machbar sein. Jo. So, bitte dahin. Und dann direkt eine Straße.
Von hier rüber, ja. So, passt. Und ich finde hier, warum haben wir hier eigentlich keine Asphaltstraße gemacht? Sehe ich gerade. Naja, baut das erstmal. Wir nennen das entsprechend VZHO2 Potsdam. Auch hier bitte benachrichtigen, weil dann können wir das schon einrichten. Wobei, nee, eigentlich, naja, doch, vielleicht. Die Quellgebäude schon definieren, das kann man schon mal machen. So, und das werde ich hier nochmal mit Rubeln nachbauen. Da habe ich irgendwas vergessen. So, gut. Das wäre auch getan, hervorragend. Ich will mal kurz hier die Situation mir anschauen. Also, langsam habe ich das Gefühl, hier stimmt was nicht. Warum sind die Baubüros nicht in der Lage, dort Arbeiter hinzubringen? Es kann natürlich sein, dass die keine Priorität haben. Schaut mal, wie viel hier los ist. Vielleicht versuchen wir das mal. Erstmal hier bitte Priorität reingeben. Die beiden Sachen. Naja, und eigentlich muss der Müll dann auch Priorität haben. In der Hoffnung, das wird dann auch irgendwie bevorzugt behandelt. Was ich halt wirklich unverständlich finde, ist, dass der Rest ja komplett normal gebaut wurde. Bloß bei denen gibt es irgendwie Probleme. Warum auch immer. Wir haben auch ausreichend zugewiesene Baubüros. Daran kann es auch nicht mangeln. Sind denn die Ressourcen hingebracht worden? Kies fehlt zum Beispiel. Haben die Baubüros... Also das ist halt für die Arbeiter da. Die Bauunion Potsdam. Die könnte schon Kies liefern. Die auch. Also das ist nicht ganz klar, warum kein Kies geliefert wird. Na gut. Immerhin, hier wird schön gebaut. Das klappt ganz gut, wie es aussieht. Hervorragend. Okay. Soweit dazu erstmal. Nochmal hier kurz einen Blick drauf werfen. Hier sind immer noch keine Studenten eingezogen. Ja. Und insofern kommen wir jetzt zu dem nächsten größeren Thema, nämlich das Thema der Zugverbindungen, der Zuglinien. Studenten müssen wir also irgendwie aus anderen Städten heranschaffen. So. Und das bedeutet, wir müssen uns systematisch jetzt mal überlegen, wie die Linien aussehen sollen. Und ich glaube, es ist das Beste, wenn wir uns jetzt wirklich mal alle Passagierlinien anschauen und prüfen, ist das eigentlich alles so korrekt? Kann man da optimieren? Kann man Linien verlängern? Und, und. Das wird jetzt nicht ganz ohne Mühe laufen. Also man kann sie hier einmal filtern, aber es gibt auch komischerweise benutzerdefinierte Linien, wo wir auch dann noch Personenzüge dazwischen haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, sind das identische. Wir checken das mal. Erzfurt-Wartenburg, Erzfurt-Krasitz bei den benutzerdefinierten. Erzfurt-Wartenburg, ist das dasselbe? Ist das dasselbe Ding? Sehen wir das irgendwie? Wahrscheinlich, ne? 6174, das merke ich mir jetzt mal. Das ist dasselbe, okay. Das heißt, wir können einfach nach Passagieren filtern und dann ist die Sache geritzt. Hervorragend. Ja, dann schauen wir uns mal jetzt die Linien an. So, Stück für Stück. Also, wir haben einmal... Kann ich zu den Linien springen? Nee. Müssen wahrscheinlich immer zum Bahnhof jeweils springen. Wir haben einmal Erzfurt-Wartenburg. Das sehen wir jetzt ja ganz hübsch. Und ich würde sagen, diese Linie kann man jetzt auch nicht optimieren. Oder die danach, also theoretisch könnte man sie danach nach Potsdam führen. Aber ich finde das irgendwie so doof. Hierhin und dann so ein Umweg und dann nach Potsdam.
Da müsste der Rückweg dann auch über Wartenburg laufen. Andererseits, warum nicht, ne? Extra Linien jetzt nochmal da einzurichten. Idealerweise würde ich sagen, müsste eigentlich jede unserer Städte auch mit der Hauptstadt verbunden sein. Und doch, jetzt wo ich das so sehe, doch, könnte man eigentlich machen. Da stellt sich aber die Frage, wir haben ja schon eine Linie von Wartenburg nach Potsdam, die Arbeit erbringt. Ich glaube, das sollte man wahrscheinlich auch so lassen. Das ist jetzt wirklich hier die Passagier- und Studenten- und Schülerlinie. Ja, so machen wir das. Also, Erzfurt dürfen einsteigen. Warte mal, was ist jetzt eigentlich gewollt für die Universitäten? Kinder mit Schulabschluss wollen wir doch dahin schicken, oder? Ich denke, das ist das Ziel. Und natürlich Passagiere. So, die steigen in Erzfurt ein. Die fahren nach Wartenburg. In Wartenburg. Ich meine, es schadet ja nichts, wenn wir jetzt auch noch Arbeiter mitnehmen, wenn noch welche da sind. Ist ja okay. Für den Übergang kann man das machen. In Wartenburg dürfen dann auch Arbeiter einsteigen. Und Kinder mit Schulabschluss. Aussteigen dürfen aber jetzt keine Schüler und Studenten. Arbeiter sind keine drin, insofern ist das egal. So, und dann fährt dieser Zug weiter nach Potsdam. So, in Potsdam wiederum dürfen keine Arbeiter einsteigen, dürfen keine Schüler und Studenten einsteigen, nur Passagiere. Entladen wiederum darf alles werden. Das ist okay. Dann fahren wir zurück nach Wartenburg. Entladen darf alles werden. Hier keine Arbeiter, keine Schüler und Studenten, Passagiere und Touristen dürfen. Und dann geht es wieder nach Erzfurt. Okay, das würde ich sagen, ist eine vernünftige Sache. Wir gucken uns mal kurz an, wo der Zug gerade ist. Der fährt also jetzt erstmals nach Wartenburg. Und wird jetzt sogar Arbeiter mitnehmen. Wartet erstmal darauf, dass der andere da ausfährt. Das ist der, der nach Potsdam fährt. Da fällt mir ein, wir müssen eigentlich mal diese Station umbenennen, ne? Das ist natürlich Potsdam Hauptbahnhof, ist so ganz klar. So, das können wir rausnehmen. Den verfolgen wir gerade. Jetzt gucken wir mal, was der gerade macht. Da steigen Passagiere aus. Steigen Arbeiter ein. Ein paar Schüler und Studenten steigen ein. Oh Gott, da steigen sogar sehr viele Arbeiter ein. Was nicht schlecht ist, das ist ja jetzt nur in der Phase, wo wir die Arbeiter brauchen in Potsdam als Bauarbeiter. Warum sind hier so viele Arbeiter? Weil ich im Moment hier diese Betriebe stillgelegt habe. Ne? Das ist der Hintergrund. Deswegen haben wir hier so viele Arbeiter, die dort warten. Das ist so ein doppelter Effekt. Wir sparen Stahl und haben noch Arbeiter dabei. Das ist schon ganz okay. Aber da stelle ich mir schon mal die Frage, wie sieht es eigentlich allgemein aus mit dieser Stahlsituation? Kann man das vielleicht wieder entschärfen? Ah, es sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. 710 Tonnen. Leute, das sieht schon wieder gut aus. Ich würde sagen, wir können wieder die Produktion starten hier. Fahrzeugproduktion kann wieder anlaufen. Gut. Ja, haben wir doch schon mal die erste Linie bearbeitet. So, dann haben wir diese Linie, Erzfurt zum Kohlekraftwerk. Das ist so eine Doppellinie. Das haben wir noch nicht vernünftig benannt, fällt mir mal ein. Das muss eigentlich noch einen anderen Namen bekommen, wie diese heißen mag. Aber wir checken kurz mal. Arbeiter beladen, entladen. Und da passiert gar nichts. Ja,
Das ist auch alles soweit okay. Brauchen wir nicht diskutieren. Abnutzung läuft, Arbeiter sind da. Die Linie funktioniert, da kann man auch nichts verbessern. Passt. Was für ein Bau ist... okay, das ist jetzt wichtig. Wir unterbrechen das. Die Uranmine ist wieder in Betrieb. Und das bedeutet wiederum, wir müssen jetzt wieder sehr, sehr viel von diesen Gefangenentransportern kaufen, weil ich sie ja verkauft habe, und das Ganze wieder in Gang bringen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo haben wir unser Depot? Wo haben wir das Depot? Also, wir kaufen auf jeden Fall mindestens 8, wahrscheinlich brauchen wir sogar noch mehr Gefangenentransporte. Gesamtkapazität ist das nach wie vor das Beste. 18 Passagiere. So, und jetzt, ich glaube, die Linie existiert jetzt gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen die Linie neu machen. Also, wir starten hier, beladen 100% und fahren hier runter. Entladen 100%. Das war's. Start und kopieren. Start, 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 Start. So, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Kann man die Linie auch noch, Linienabstände, sollten wir mal aktivieren. Ob das reicht, aber 8 müssten eigentlich reichen, ne? 50 Arbeiter, wir könnten natürlich mehr auch arbeiten lassen. Da sowieso andere da nicht reinkommen, können wir das eigentlich auch maximieren, das ist kein Problem. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. Jetzt können wir von mir aus noch diesen ganzen Konvoi mal folgen. Wo sie jetzt alle langfahren. Die fahren jetzt erstmal alle in die andere Richtung. Wahrscheinlich, weil sie erstmal alle tanken müssen. Ja, so sieht's aus. Das ist der erste Freund, der dann ankommen wird. Wie ist der Stand der Dinge mit Kernbrennstoffen? Sieht ganz gut aus. Immer noch was da. Jetzt ist allerdings unser Vorrat an UF6 aufgebraucht. Das heißt, jetzt werden die Reserven angegriffen. Aber dann kann man sagen, ziemlich pünktlich ist das Ganze jetzt fertig geworden. Erfreulicherweise. Verfolgen wir doch. Wir machen Mitfahrten, denke ich. Komm, lass uns eine Mitfahrt machen. Im Gefangenentransport. Im Gefangenentransport. Was mache ich jetzt schon wieder? Was war denn da für ein Huckel? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Da wird Öl geliefert an die Raffinerie. Oh, die Positionierung dieser Schranke ist ja auch sehr wild. Und hier kommt dann der erste Gefangenentransport seit langer Zeit. Mal wieder im Gefängnis an. Wo er dann auch hoffentlich 18 Häftlinge mitnimmt. Jawohl. Das läuft. Der nächste kommt auch. Wichtig ist, dass wir nicht warten mit Beladen gemacht haben. So, jetzt geht das hier Schlag auf Schlag. Aber das scheint ja hier der kürzeste Weg zu sein. Verfolgen wir ihn trotzdem mal weiter. Da kommen die nächsten. Ja, das ist eine ganz schöne Kante da bei der Brücke. Und hier sind extreme Puckel in der Straße.
Hier sehen wir, dass auch die Bauunion wieder gut Stahl hat. Das funktioniert jetzt alles hervorragend. Und... Nee, da wollen wir nicht runter. Oh, da sehen wir das Atomkraftwerk. Da sehen wir den Stahl zukommen. Hier geht's jetzt runter. Alles leer. Alle Lager leer, weil die gesamte Produktionskette still steht. Hier hatten wir mal ursprünglich normale Bürger, glaube ich, in die Uranmine gebracht. Aber das passiert nicht mehr. Dafür sind jetzt unsere Gefangenen hier. So, und da kommt schon gleich der nächste. Das heißt, jetzt haben wir... Oh, aber tatsächlich dauert die Fahrt relativ lange, dass die Zahl der Arbeiter schon direkt abnimmt. Jetzt sind wir bei 31. Jetzt wird wieder Uranerz produziert. Schaut mal. Läuft da rein. Läuft ins Lager hier rein. Und wird jetzt endlich sofort weiterverarbeitet in Uranoxid, was hier gelagert wird. Aber ich sehe keine... Ah, wisst ihr was? Das wird sofort reingeschoben und dann sofort wieder hier rausgezogen, um UF6 zu lagern. Und dieses UF6 wiederum wird von dem, wird von dem mitgenommen, aber erst wenn es einen ganzen Container füllt. Das ist hier quasi der entscheidende Punkt. Und das Ganze wird dann hier hingebracht. Naja, aber es reicht. 1,54 von 3 Tonnen. Das müsste reichen, bis wir hier wieder ausreichend produziert haben. Wir schauen mal. Jetzt sind schon 89 da. Okay, also das klappt gut. Das klappt gut. Wir werden jetzt hier in Größenordnung Uranerz produzieren. Prima. Puh, durchatmen. Die Katastrophe ist... Na, es ist ja Gott sei Dank zu keiner Katastrophe gekommen. Die Katastrophe ist abgewendet, das kann man sagen. Eine mögliche Katastrophe. Insofern, mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Nach der schwierigen letzten Folge mit den verschiedenen Krisenmomenten ist diese Folge hier ganz harmonisch und gut verlaufen. Einige Verbesserungen vollzogen. Wir werden aber in der nächsten Folge mit diesem ganzen Thema der Passagierlinien weitermachen, weil das erscheint mir jetzt hier doch noch sehr, sehr wichtig zu sein. Ich frage mich, hat sich jetzt hier die Zahl der Arbeiter wesentlich erhöht, die in Potsdam rumhängen? Sieht nicht so aus. Aber schaut mal, die Priorisierung scheint was gebracht zu haben, denn plötzlich sind wir hier überall am Bauen. Ja, wunderbar. Das freut mich. Das freut mich. Dann kommen hier noch mehr Arbeiter zum Zuge. Sehr schön. Und das klappt jetzt auch. Okay, sehr schön. Dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.